Hey, da bin ich wieder. Willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege News. Und ich habe brandneue Themen dabei. Die Änderung der Spielballons, neue Rainbow Six Siege Edition und eine neue brandheiße Chibi-Kollektion. Viel Spaß im Video. Wie ihr sicherlich wisst, wird es bald eine neue Season geben mit auch einer neuen Operation Burnt Horizon, wo es nach Down Under geht. Zusätzlich zu diesen Änderungen will man auch noch die Spielballons beeinflussen. Zum Beispiel bei der lieben Ashe. Hier. Die verliert nämlich ihr Arcog-Visier auf der R4C. Zusätzlich plant man bei allen Angreifern die Arcog-Visier wegzunehmen, außer vielleicht bei wenigen, wie zum Beispiel auch bei den Verteidigern. Da waren es auch nur Dog und Rook, die ihr Arcog-Visier behalten haben. Und das gleiche plant man halt auch bei den Angreifern. Kommen wir nun zur zweiten Operator-Änderung. Und zwar geht es hierbei um... Einen Moment. Ja. Ah, hi, du Kevin. Ah, okay. Das ist interessant. Ja klar, gebe ich direkt so weiter. Danke. Ciao. Gerade habe ich noch einige Änderungen bezüglich Doc Heavy erhalten. Und zwar in der neuen Season Burnt Horizon werden Anrufe, die sie tätigt, nach 18 Sekunden sofort beendet, ohne dass man selber noch was machen muss. Wenn man sich jetzt schon in einem Mute-Jammer befindet und okay, wie ein ihrer zwei Anrufe tätigt, dann kriegt man ja schon gar nichts mehr mit. In der neuen Season allerdings kommt hinzu, dass wenn man jetzt unterwegs ist und gar kein Mute-Jammer in der Nähe ist, doch okay, wie einen anruft und man während des Anrufs in einen Mute-Jammer reinrennt, dann wird dieser auch schon abgebrochen. Okay, den nehmen wir so. Hierdurch gewinnt Mute allerdings an Stärke und wird dadurch indirekt gebufft. Die nächste Operator-Änderung betrifft Legion, und zwar werden Legion Screw Mines nicht mehr 8 Schaden pro Tick verursachen, sondern nur noch 4. Capitaos Änderungen beziehen sich nur auf sein Primary Gadget, und zwar werden seine Brandpfeile jetzt einen größeren Wirkungsbereich haben, dafür aber auch weniger Schaden machen. Vorher hatten sie 19 Schaden pro Tick gemacht, jetzt nur noch 12. Mavericks Änderung soll sich auch auf sein Primary Gadget beziehen, und zwar soll der Wechsel von Brenner zur Waffe jetzt länger dauern, dadurch soll verhindert werden, dass er halt schnell durch ein frisch gebranntes Loch hindurch enden kann. Kurz und knappe Info zu Clash, für ihre Maschinenpistole wird sie die Mündungsfeuerbremse verlieren. Aus Seiten der Angreifer werden die Sprengmatten in Zukunft schneller einsetzbar sein und sie werden weniger Schaden verursachen. Statt 150 Schadenspunkten verliert man jetzt nur noch 50. Das heißt, durch diese Änderung kann man sich nicht mehr so leicht selber in die Luft jagen, wie zum Beispiel über den Einstieg übers Fenster. Für alle Selbstmordfreunde, man braucht jetzt 2 Sprengmatten, um sich in die Luft zu jagen. Allerdings, auf Seiten der Verteidiger wird der Schaden erhöht. Das hat zum Vorteil, dass der Radius der zerstörbaren Traps größer wird. Weitere Operator-Änderungen befinden sich zurzeit in der Planungsphase. Diese betreffen dann Lion, Glass, Blitz, Monty und Clash. Allerdings werden diese Änderungen nicht mit der kommenden Season ins Spiel finden, vielleicht zur Mid-Season, aber spätestens zur nächsten. Grundlage der eben genannten Änderungen ist folgendes Diagramm. Hier sehen wir die Auswertung aller Operatoren bezüglich Win- und Pickrate. Zum Beispiel Ashe steht ja ganz rechts im Diagramm, das bedeutet, sie hat die höchste Pickrate im Spiel und auch ihre Winrate ist nicht schlecht, das heißt, wenn man sie pickt, steht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses Team dann auch gewinnt. Wir fragen uns allerdings, warum nicht Jekyll zuerst überarbeitet wird, da er im Diagramm die schlechtesten Werte aufzeigt. Kommen wir nun zu den neuen Rainbow Six Siege Editionen in Montreal. Momentan läuft hier noch die Weltmeisterschaft, die Six Invitationals in Montreal und dazu passenderweise ist ja von Donnerstag bis Sonntag, den 17.02. das Free Weekend und jetzt haben sie noch die Preise angepasst bis zum 25. Februar auf Uplay und bis zum 18. Februar auf Steam und auch neue Editionen rausgebracht. Also, die Starter-Edition wurde gestrichen, weil da kostete ja jeder Operator bis zu 12.500 Renown. So. Aber dafür gibt es jetzt die Siege Edition für 20 Euro, die enthält das Basisspiel und die 20 Basisoperatoren. Die Deluxe Edition für 30 Euro, alle Inhalte der Siege Edition und jeder Operator aus Jahr 1. Kommen wir nun zur Gold Edition für 60 Euro, alle Inhalte der Deluxe Edition und den Season Pass für das Jahr 4. Und die Ultimate Edition für schlappe 100 Euro, alle Inhalte der Gold Edition und die Operatoren aus Jahr 2 und 3. Kommen wir nun zu den allbeliebten Chibis. Und zwar hat Ubisoft für das kommende Jahr eine neue Reihe der beliebten Chibis angekündigt. Das gerade angekündigte neue Set besteht aus 5 neuen Operatoren. Und zwar einmal Vigil, Twitch, Bandit, Anna und Kavera.
Allerdings Kavera in zweifacher Ausführung, einmal in ihrem Standard-Outfit und in Gold. Where the fuck are they? Es wird hier mittlerweile dritte Kollektion sein und soll ab sofort weltweit im Ubisoft Store vorbestellbar sein und ab dem 23. März offiziell in den Verkauf gehen. Mit dem Kauf der Chibis soll es auch weiterhin eine Keycard geben, wo ein Code draufsteht, mit dem ihr euch euren Chibi in-game freischalten könnt. Und das war's auch schon mit der heutigen Rainbow Six Siege News Folge. Morgen am 17.02. werden noch ein paar restliche Infos geleakt zum kommenden neuen Season Burnt Horizon. Und ja. Das war's dann, ne? Das war's eigentlich schon. Dann sehen wir uns auch einfach in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Gerettet. Ist es eine Pistole? Ja. Die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Ich denke mit der Gänse. Oh mein Gott!